In den Zellen haben wir erstmal eine ganze Weile zugebracht und dann ging es zum Fotografieren, also diese typischen Fotos hier, einmal links, einmal an die Kamera, einmal nach rechts und das T-Shirt war da inzwischen schon konfisziert, ich hatte das U und dann ging es, hatte also bloß noch die Jeansjacke an und dann ging es halt nochmal in eine andere Zelle, so war auch sehr lange, also war dann wieder ein anderer Trakt, so, wo wir auch wieder in Massenzellen untergebracht waren. Also es waren doch etliche, also viel mehr Leute bei der Aktion, dann, als wir es eigentlich bloß geplant hatten. Also waren doch viele Sympathisanten schon mit dabei und ja, und dann kam es irgendwann in der Nacht zu, wir wurden einzeln dann zu den Verhören geführt, so, bei mir war das auch, glaube ich, irgendwie gegen Mitternacht dann erst. Ja, und wurden da ausgequetscht und haben natürlich nichts gesagt, haben auch nichts unterschrieben, wie wir das halt vorher schon abgemacht hatten. Und dann wurden da ellenlange Protokolle angefertigt, in denen am Ende auch gar nicht das stand, was man gesagt hatte, sondern das, was sie hören wollten und so. Und das ließ sich ja auch alles nicht unterschreiben. Und ich hätte es auch, wenn sie es wortwörtlich gemacht hätten, nicht unterschrieben. Wie auch immer. Und dann wurde man eben einfach irgendwo in der Pampa abgesetzt, ne? In der Nacht um 2, wo nichts fuhr, Verkehr tot war und musste sich halt dann irgendwo nach Hause durchschlagen. Was man dann zum eher morgendlicher Stunde bin ich dann irgendwo so eingetrudelt. Aber da hatten wir uns dann auch schon wieder, also wir hatten das schon auch abgemacht, wo wir uns dann alle treffen. Also in der Zelle schon gesagt, so, also auch erstmal so von unseren Erfahrungen zu berichten und so.